Ein herzliches Grüß Gott zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche erkunden wir für Sie Land und Leute rund um München und Ingolstadt. Diese Woche sind wir im Landkreis Ebersberg in Marktschwaben. Das erste Mal in einer Urkunde erwähnt wurde der Ort im Jahre 1115. Mittlerweile leben in Marktschwaben knapp 14.000 Menschen. Heute zeigen wir Ihnen Ausschnitte unserer Heimatgeschichten dieser Woche. Jeder einzelne Beitrag liegt in kompletter Länge auf unserer Homepage. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor einem Jahr waren wir hier bei den Weiherspielen und haben den Franz Stetter getroffen. Und es war natürlich Corona und Pandemie und nichts war los. Und dieses Jahr, hoffe ich, ist alles anders. Und da schauen wir mal, was der Franz jetzt macht. Ja, servus, ja, Franz. Sophia, hallo. In besseren Zeiten sehen wir uns wieder. Ja, Gott sei Dank. Ja, wir sind so froh, dass wir wieder was machen können. Das heißt, ihr plant wirklich die Weiherspiele dieses Jahr? Ja, wir bauen schon auf. Schon? Natürlich, ja, wir machen es wieder. Was, wann geht's los? Was spielt ihr? Wir spielen das Wirtshaus im Eberwald. Aha. Das ist eine Abhandlung von der Wirtshaus im Spessart. Und beginnen dort am 1.7. Wir spielen 15 Mal, immer Donnerstag, Freitag, Samstag. Und es endet am 30.7. Und ich hoffe, es kommen wieder viele Leute. Ja, logisch. Und wir sind oder? Sehr positiv. Und alle sind voller passt. Elan, dass es endlich wieder aufwärts alle geht. Alle sind oder? Wieder mit dabei. Wir bauen hier schon Kulissenbau und was wir alles brauchen. Und proben natürlich auch schon, oder? Wir proben schon seit Mitte April. Echt? Ja. Das heißt, wie viele Schauspieler sind involviert? Wir haben ungefähr 12 Sprechrollen, denke ich. Und dann brauchen wir aber nur Statisten. Also ich denke, dass so 30 Leute auf der Bühne sein werden. Spielst du auch wieder mit? Ich spiele auch mit, ja. Ah, wen spielst du? Baron von Sperling. Ah, ja. Was ist das für eine Rolle? Was muss für einer sein? Es gibt ja zwei. Es gibt einmal den Herzog, einmal den Baron. Beide, also der Baron möchte die Tochter des Herzogs heiraten, weil er meint, damit wird er reich, weil der Herzog viel Geld hat. Der Herzog ist froh, dass er jemanden gefunden hat, von dem er meint, er ist sehr reich. Beide haben aber kein Geld. Aha. Und das ist... Ah, also eine Komödie. Ist lustig. Eine Komödie. Eine Räuberkomödie sozusagen. Ja, okay. Es gibt ja die Räuber im Wald. Und das heißt, ihr baut das Bühnenbild und alles jetzt wieder komplett neu oder verwendet ihr dann Sachen auch von den wir Jahren davor? Wir verwenden nur die Grundbühne, die wird immer wieder neu aufgebaut. Die können wir vielleicht noch einmal anschauen, wenn ihr Zeit habt. Aber die Kulissen selbst, die Häuser selbst, die sie aufbauten, die werden immer jedes Jahr komplett neu gemacht. Wenn Sie noch die Kulissen sehen möchten, klicken Sie einfach in unsere Mediathek. Aber wir bleiben noch bei den Weiherspielen, denn wir haben uns den Aufbau direkt am Weiher angeschaut und dort mit Toni gesprochen. Also Toni, du bist zuständig jetzt hier für den ganzen Aufbau. Ist das so? Ja, für den ganzen Aufbau bin ich nicht zuständig, sondern wir sind jetzt vorwiegend für die Wasserbühne zuständig. Die Firma Böhm macht den Biergarten. Aha. Wir haben da mit der Wasserbühne angefangen. Wir macht sie das jedes Jahr? Nein. Das muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben das heute dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Ah. Nach der Pandemie. Der Zimmerer, der was vorher gemacht hat, das ist ein älterer Zimmerer und der hat jetzt nicht mehr wegen nach der Pandemie, wie so viele. Und jetzt haben sie händeringend einen gesucht und der Herr Bürgermeister, der hat mich dann angesprochen und dann sind wir mit dem ersten Termin und dann haben wir gleich klar gewesen und dann haben wir gesagt, okay, das übernehmen wir. Ja, also es ist bestimmt ein spannendes Projekt, oder? Sowas macht man ja auch nicht alle Tage, eine Bühne aufs Wasser bauen. Genau, das macht man nicht. Eben, und wie funktioniert denn das überhaupt? Und dann sieht man jetzt die Wassertonnen und die werden dann am Land, haben wir es zusammengestückelt und dann haben wir es, das sind jeweils immer drei Teile und dann wird es mit einem Lastwagenkran und mit einem Radlader haben wir es dann hinten an der da hinten am Eck haben wir es reingekippt und dann haben wir es zusammengefügt. Genau. Und dann befestigt, dass nichts mehr vergehen kann. Und jetzt bauen wir noch die Stege, einmal da von der Bühne weg und einmal hinten aus. Genau. Und dann wird das Ganze bleibt aber gar nicht an der Stelle, oder? Doch, das bleibt Doch, an der genau Stelle. Das ist genau die richtige Stelle schon. Genau, das haben wir gestern positioniert mit dem Veranstalter und dass das genau passt, von den Maße her, wie die Bühnen gebaut werden. Und da gibt es Maße, haben wir mit dem Laser eingemessen. Echt? Und dann haben wir das Ganze positioniert. Schon eine ganz schön große Aufgabe auch, gell? Ja, interessant. Mhm. Aber macht man ja nicht alle Tag. Aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Müssen wir schauen. Ja, okay. Dann schauen wir uns mal weiter hier noch um. Vielleicht dürfen wir wieder. Ja, genau. Danke, Toni. Bitte.
Und hier noch ein paar Eindrücke der Weiherspiele der letzten Jahre. Bevor wir nach einer kurzen Unterbrechung zwei ganz besondere Schulen in Marktschwaben besuchen, bleiben Sie dran. Kilometer östlich von München liegt der Ort Marktschwaben. Und hier haben wir die Musikschule besucht, in der Lukas gerade musiziert. Lukas, wie lange spielst du schon Akkordeon? Ich spiele seit fast 13 Jahren mittlerweile Akkordeon. Und hast du es hier gelernt, an dieser Musikschule? Ja, hier habe ich angefangen. Und erklär mir doch mal das Instrument, das schaut ja so wunderschön aus. Kannst du mir das mal in einfachen Schritten erklären? Was hast du denn da alles für Tasten? Man spielt sozusagen auf beiden Seiten mit beiden Händen. Ja. Töne, hier hat man die Tasten. Es gibt auch Akkordeons, die anders aufgebaut sind. Aber auf der linken Seite sind Knöpfe. Mhm. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu spielen. Oft ist es so, dass man links so ein bisschen die Begleitung macht. Und wo ist die Melodie? Ist die Melodie gar nicht da. Doch, da ist die man Melodie. Dann meistens hier, genau. Aha. Und was sind das hier noch so für Knöpfe hier? Die da? Das sind Register. Man kann die Klangfarben umschalten. Wow. Das geht auch auf der anderen Seite. Mhm. Und man muss eben auch immer darauf achten, den Balg zu öffnen und zu schließen, damit Luft reinkommt und Töne erklingen. Und also, wie bist du zu diesem Instrument gekommen? Hast du vorher andere ausprobiert oder wie kam es dazu? Wir hatten zu Hause noch ein ganz einfaches Akkordeon, so ein ganz kleines Akkordeon, bevor ich hier in der Musikschule angefangen habe. Und das habe ich einfach mal ausprobiert und es hat mich richtig fasziniert. Also ich finde das Akkordeon einfach, es hat so viele Möglichkeiten und einen so vollen Klang auch. Mhm. Das macht mir einfach Spaß und hat mir sehr gefallen. Mhm. So bin ich dann dazu gekommen. Und du gehst nicht mehr zur Schule, oder? Wie alt bist du? Genau, ich bin 19 Jahre alt. Aha. Ich studiere an der Technischen Universität Mathe. Mathe, da ist überhaupt gar nichts Musikalisches. Wobei Mathe heißt ja immer, hat doch viel auch mit Musik zu tun, gell? Heißt es immer. Die Mathematiker sind auch gut in den Instrumenten, gell? Das habe ich auch gehört. Okay, aber bist du dann überhaupt noch jetzt, du nimmst auch immer noch Unterricht hier, oder nicht? Ich habe aktuell noch Unterricht. Mhm. Aber wohnst du auch noch in Marktschwaben? Ich wohne noch in Marktschwaben, also es funktioniert alles sehr gut, wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange und ich werde dann schauen. Ich werde auf jeden Fall weiterhin Akkordeon spielen, vielleicht in einem Orchester, aber in der Zukunft, das muss ich dann noch sehen. Wenn Sie auch noch Sophia an der Gitarre hören möchten, auch dieser Beitrag liegt in unserer Mediathek. Und von der Schule für Musik geht es jetzt zu einer Schule für Kampfkunst. Und hier dürfen wir bei einer Übungsstunde mit dabei sein. Thank you.
Das war jetzt euer Begrüßungsritual, oder genau. Wie beginnt ihr so den Unterricht? Genau. Ja. Normalerweise dann auch noch am Anfang und am Schluss der Stunde mit ein bisschen Meditation, mhm. Ein bis zwei Minuten. Aber das ist quasi auch so erstmal ein Ankommen ja. in der Schule und den Geist auf Training vorbereiten, abschalten, mhm. Sorgen vergessen, Schule vergessen und so weiter. Ja. Machen wir natürlich auch mit den Erwachsenen. Ja. Mhm. Und genau, jetzt machen wir Grundtechniken, ja. Quasi so Basistechniken aus dem Kung-Fu. Mhm. Sei es jetzt die Stellungen, die Positionen der Füße. Und eben auch die Hände. Ja, es gibt so ein kleines Set, wo das eben alles mit drin ist, die Basics. Und sie machen das eben auch gleich mit Handtechniken dazu. Und die kommen immer am Anfang vom Unterricht. Mhm. Sind quasi dann auch, wenn man es längerfristig sieht, die Basis der Kampfkunst. Ja, kommt immer wieder vor. Und genau. Wie heißt jetzt diese Stellung? Hat die Namen überhaupt? Das wäre jetzt der Drache, was sie gerade machen. Ja, das ist der Drache. Genau, und die Handstellung zeigt eben auch den Drachen. Mhm. Davor war Pferd, das ist Pferdestellung quasi jetzt gerade. Und das ist Drachenstellung. Mhm. Ah, und das macht man dann so hintereinander, so einen Ablauf. Genau, genau. Es gibt dann später eben auch Formen, die dann quasi ein bisschen ausgiebiger sind. Das sind dann die Basics. Und dann gibt es noch eben Tigerform, Affeform, Schlange, Drache, Gottesanbeterin, verschiedene Tiere oder dann eben auch später verschiedene Waffenformen. Das heißt Säbel, Stock und so weiter. Ja. Das war's aus Markt Schwaben. Nächste Woche geht's in den Landkreis Wolfratshausen-Bad Tölz. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen!